Ein Tropfen reicht und auf der Zunge gibt es eine wahre Geschmacksexplosion. Es geht um Gewürzöle und damit kennt sich noch nicht mal Olaf Baumeister aus, der ja eigentlich so kulinarisch alles schon ausprobiert hat. Also hat er sich Florian Gröner aus Geseke eingeladen, der sich mit den reinen Gewürzölen bestens auskennt. Perfekt also zum Experimentieren und natürlich lecker kochen. Gewürzöle in 5 Milliliter Flaschen, so konzentriert und intensiv, dass Florian Gröne sie nur tropfenweise verwendet. Fenchel, Koriander, Vanille und Kreuzkümmelöl wollen Florian und Olaf heute benutzen. Also das sind kaltgepresste Gewürzöle und wir machen damit heute einmal in der Vorspeise Jahrgangssardinen mit Fenchelechtöl. Und als zweites gibt es Thunfischtatar mit Korianderechtöl. Außerdem machen wir noch eine Suppe aus gebratenen Süßkartoffeln mit Karotten und dem Vanilleechtöl. Wer nun denkt, hier werden ordinäre Sardinen verwendet, der irrt. In der schmucken Dose befinden sich sogenannte Jahrgangssardinen. Einzeln ausgesucht und in feinem Olivenöl eingedost. Die Idee der beiden, mit dem Fenchelöl den Sardinen einen leichten Hauch von Anis zu verpassen. Zwei Tropfen dieses reinen, intensiven Gewürzöls reichen dafür. In dem Fenchelechtöl meinetwegen ist auch wirklich nur das Öl drin, was in dem Gewürz drin ist. Und das ist äußerst wenig und das führt halt dazu, dass es so extrem intensiv ist. In einer kleinen Spezialölmühle lässt er die Gewürzöle herstellen. Das mit dem Fenchelöl aromatisierte Olivenöl wird noch weiter verwendet, um Weißbrotwürfel, Schalotten und Kirschtomaten anzubraten. Florian Gröne hat selbst mal als Koch gearbeitet, daher auch seine Vorliebe für feine Aromen. Salz, etwas Pfeffer und sonst nur das Fenchelaroma brauchen diese Tomatencroutons. Zusammen mit den aromatisierten Sardinen eine köstliche Vorspeise aus kostbaren Zutaten. Auf zur nächsten Vorspeise. Süßkartoffeln und Möhren werden dafür geschält und angebraten. Süßkartoffeln liegen geschmacklich irgendwo zwischen Karotte und Kürbis. Zusammen mit Möhren erhalten sie erst einmal ein paar Röstaromen, bevor sie mit einem herben Weißwein abgelöscht werden. Den Wein fast verkochen lassen, etwas Gemüsebrühe dazugeben und sobald die Süßkartoffeln und Möhren weich gekocht sind, nur noch Sahne dazu. Mit einem Zauberstab püriert Olaf das Ganze. Mit Salz und Pfeffer ist diese Cremesuppe schon abgeschmeckt. Das Öl, das in der Ölmühle aus echten Vanilleschoten gepresst wird, kommt allerdings nicht in die Suppe, sondern auf den Rand des Glases. Vanilleöl wird erst bei knapp 30 Grad flüssig, deshalb nimmt Florian keine Pipette, sondern die Spitze eines Messers. Erst wenn die beiden einen Schluck aus dem Glas nehmen, vereinen sich die Aromen von Suppe und Gewürzöl. Ein echtes Erlebnis für den Gaumen. Für Sushi-Liebhaber die letzte Vorspeise, die mit einem der exklusiven Öle zubereitet wird. Florian Gröne verlangt keinen geringen Preis für diese Öle, knapp unter 20 Euro für 5 Milliliter, passend zum edlen Thunfisch. Olaf backt dazu ein Fladenbrot allein aus Wasser, Mehl und Salz und einem der feinen Öle natürlich. Wir nehmen einmal das Kreuzkümmelöl für die Chapatis, das ist so ein indisches Rezept und das passt dann sehr gut. Und dann nehmen wir noch das Korianderöl für den Thunfisch, da machen wir ein Tatar von. Und zusammen mit dem Koriander und dem Chapati sollte das eigentlich nachher ganz gut werden. Kreuzkümmel soll für eine arabisch-indische Geschmacksnote im Brot sorgen. Der Thunfisch wird mit dem herben, mitunter leicht süßlichen Aroma der Koriandersamen in Berührung kommen. Das Brotbacken wird in der Pfanne erledigt. Ein Dip aus Creme fraiche, Limettensaft und einer Art Zitronenpfeffer, Yuzu genannt, wird es dazugeben. Und dann greift Florian Gröne wieder zur Pipette. Das Öl aus Koriandersamen für den perfekten Geschmack und es hat noch mehr Eigenschaften. Und das Gute ist bei Koriander, da sind halt Bakterien und Keim- und pilzabtötende ätherische Öle drin. Also das heißt, genau, theoretisch könnte man einen ganz alten Fisch nehmen. Aber das würde ich eher von abraten. Auch aus geschmacklichen Gründen. Hier jedenfalls ist das Thunfisch-Tatar geschmacklich perfekt abgerundet. Feine Häppchen für den, der neue und spannende Kombinationen von Düften und Aromen zu schätzen weiß. Ob bei Thunfisch-Tatar mit Chapati, bei Sardinen mit leichtem Fenchelaroma oder bei der Süßkartoffel-Möhrensuppe. Intensiv, aromatisch, lecker.
Tja, und wenn Sie das Rezept haben wollen, dann müssen Sie an uns schreiben, entweder an das Studio Siegen am Bahnhof 9 in 570720 Siegen oder an die www.lokalzeit-siegen.de, da reinklicken auf unsere Internetseite und sich dann die Rezepte selber rausholen, wobei da steht ja irgendwie noch nicht drin, wie wir dann an diese Öle kommen, aber das gibt's da bestimmt auch.